Gut, die Ergebnisse der vierten Initiative, ein Sprung jetzt natürlich von dem spannenden Vortrag und der spannenden Diskussion, aber natürlich doch sehr, sehr artverwandt. Gerade eben, Raphael Capuro hat es ja auch nochmal sozusagen festgestellt in der Diskussion. Wir wissen einiges, lernen auch immer mehr, was diesen ganzen Komplex von Privatheit und Öffentlichkeit angeht. Aber es gibt tatsächlich auch doch einige Baustellen, die noch da sind. Und das ist, glaube ich, eigentlich schon vorweggenommen auch ein bisschen was, was unsere vierte Initiative beschreibt. Die Ergebnisse der vierten Initiative, das ist jetzt unser Thema. Vielleicht kann man jetzt schon sagen, die vorläufigen Ergebnisse. Genau, denn, wir haben sehr viel Zeit jetzt auch für Diskussionen eingeplant in der Runde und würden vorschlagen, dass praktisch nach jedem Beitrag eigentlich, also wenn es Kommentare gibt, sowohl von den Experten als auch von den Gästen, bitte einfach kurze Handmeldung und es soll nicht so sein, dass wir euch jetzt hier eine Stunde lang bespaßen. Ganz, ganz sicherlich nicht. So, die vierte Initiative, wir hatten am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, 27 Experten, 5,5 Workshops. Wir haben uns intensiv mit Privatheit und Öffentlichkeit befasst und über den Zeitraum sind wir dann zu Zwischenergebnissen gekommen, die wir auch heute im Tagesworkshop nochmal intensiv diskutiert haben und dort auch nochmal viele wertvolle Hinweise bekommen haben, wie wir das bis zum Erscheinen des Abschlussberichts noch besser machen können und was wir noch zu beachten haben. Und jetzt natürlich der Vortrag von Frau Trepp, der hat uns noch mehr Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben, was wir eigentlich auch noch alles mit berücksichtigen müssen, ist auf jeden Fall etwas, was uns auch in den nächsten Wochen noch sehr beschäftigen wird, wird Mitte November so etwa erscheinen. Und bis dahin sind wir sehr froh über das, was wir bislang geschafft haben und das, was dann danach hinter uns liegen wird. Denn das war ein schönes Stückchen Arbeit, gar keine Frage. Ich begrüße jetzt sozusagen hier vorne einmal auf dem Podium Max Senges, ist schon bekannt, Max Senges von Google, Sören Preibusch, er ist Privacy-Forscher, kann man so sagen, an der Universität Cambridge, eigentlich aber nicht Teilnehmer unseres Expertenkreises, was auch ein bisschen schwierig wäre mit Cambridge und Berlin, muss man fairerweise sagen. Susanne Demel ist eigentlich für den Datenschutz beim Bitkom zuständig. Frank Pallas ist Professor für Informatik und Gesellschaft in der Vertretungsprofessur an der TU. Und Oliver Rabe ist Forschungsgruppenleiter am Karlsruher Zentrum für Informationstechnologie KIT. Ist das korrekt wiedergegeben? Ansonsten korrigiere mich genau jetzt. Karlsruher Institut für Technologie, glaube ich. Karlsruher Institut für Technologie. So, das heißt, wir haben jetzt sozusagen vier Experten aus der Teilnehmerrunde dabei und einen fünften, der das Ganze moderiert. Und Sören Preibusch ist dann noch unsere Ergänzung von dem, was heute geschah, so ein bisschen. So, wir wollen mal ganz kurz überlegen, was ist denn eigentlich diese vierte Initiative gewesen? Was war denn da so eigentlich das Ziel und wie haben wir uns versucht, dem Ganzen zu nähern? Wir haben, wie gesagt, 5,5 Workshops gemacht. Es hat angefangen mit dem ersten Workshop am 1. April und da haben wir uns erstmal getroffen. Tja, manche von uns kannten sich, viele kannten sich aber noch nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir erstmal erklären mussten, wovon reden wir eigentlich. Und unser allererstes Learning war, glaube ich, dadurch, dass wir aus diesen vielen unterschiedlichen Disziplinen kommen, reden wir teilweise manchmal mit dem gleichen Begriff, aber vollkommen aneinander vorbei. Das hat sich zum Glück gebessert. Das kann ich schon mal sagen. Wir haben damals viele Fragen gehabt, die haben wir gemeinsam formuliert. Und dann sind wir zum zweiten Workshop dann gegangen und haben dort versucht, weiterzugehen, indem wir mal schauen, wie können wir das Ganze eigentlich irgendwie zusammentragen? Wie funktioniert denn das? Können wir das irgendwie fassen und beschreiben? Beim dritten Workshop haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht. Und was bedeutet das denn eigentlich? In was für eine Zukunft bewegen wir uns denn? Im vierten Workshop und im Zwischenworkshop haben wir versucht, das Ganze auszukleiden und dann auch so etwas wie Denkanstöße dort zu formulieren, was das denn eigentlich bedeuten könnte. Und im fünften Workshop, der war heute, da haben wir weiter daran gearbeitet und uns externes Feedback geholt. Oliver, magst du mal kurz das Mikrofon greifen und uns mal ganz kurz sagen, was wir eigentlich aus deiner Perspektive in diesem Co-Lab gemacht und geschafft haben? Aus meiner Perspektive, ja, ich bin verwirrt
Ich hoffe, das geht mir nicht an jetzt. Das geht mir nicht oft so. Wir hatten, glaube ich, den Höhepunkt im letzten Workshop. Da waren wir alle so dabei und haben gesagt, jetzt haben wir es gepackt. Heute sind nochmal so viele Aspekte dazugekommen, dass es relativ schwer ist, das jetzt nochmal zusammenzubringen. Also was ich glaube ist, dass wir mit der Landkarte der Phänomene, mit den Szenarien, mit den Definitionen und mit den Seiteneinstiegen über Geheimnisse zum Beispiel eine ganz gute Basis geschaffen haben, um erstmal ganz demütig Phänomene zu betrachten. Also was ist eigentlich das digitale Delta in Bezug auf Privatheit und Öffentlichkeit? Und ich darf noch eine persönliche Anmerkung machen. Also ich bin mit einer ziemlichen Arroganz hier rangegangen zu Anfang und habe gedacht, mein Gott, was ist das für ein methodisches Konzept? Als Jurist. Und ich bin ganz demütig und ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Frank Pallas, Oliver hat es gerade schon angesprochen, Landkarte und Lexikon der Phänomene. Wir haben versucht, diese ganzen Dinge etwas zu fassen. Kannst du den Prozess ein wenig versuchen zu beschreiben? Also erstmal kann ich beschreiben, was ich richtig gut fand, was wir nicht gemacht haben. Wir haben uns nämlich am ersten Workshop beschnuppert und wir haben kurzzeitig überlegt, oder es kam kurzzeitig Diskussion auf, wir müssten doch erstmal Definitionen finden. Und wir müssten doch erstmal Begriffe definieren, damit wir auch uns alle einig sind. Und ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, dann wäre das sonst wo gelandet. Und ich glaube, wir haben es anders gemacht und es war gut, dass wir es anders gemacht haben. Wir haben heute schon ein paar Szenarien, also über einen Tag sind die Szenarien schon in einer Lesestunde vorgelesen worden. Das war der exklusive Content für die Tagesteilnehmer? Das war der exklusive Content für die Tagesteilnehmer, für die jetzt neu dazugekommen sind. Das Ganze nur mal kurz umrissen. Wir haben also gesagt, gehen wir mal weg von definieren und ableiten, was das heißt, zu lass uns doch mal überlegen, was es denn für zukünftig geben könnte. Und was denn die verschiedenen, also in was für Szenarien können sich denn die verschiedenen Sichtweisen, die verschiedenen Möglichkeiten, irgendwas zu entwickeln, widerspiegeln. Und wir haben, sagen wir mal, zwei Oberpunkte gehabt. Das ist auch schön, dass wir die Folien jetzt wieder haben. Wir haben überlegt, was wäre, wenn wir eine ganz offene Informationsgesellschaft hätten oder eine offene Identitätsgesellschaft, in der also jeder alles von jedem weiß und das auch total normal ist. Was bedeutet das eigentlich? Wie verändert sich irgendwie ein ganz normaler Vorgang, den wir heute haben, in einer solchen Gesellschaft? Wie können da Gesetze aussehen? Wie werden sich Normen möglicherweise verändern und so weiter und so fort? Und auf der anderen Seite, wie wäre es denn, wenn wir totale Selbstbestimmung hätten? Also wenn wirklich das jeder selbst entscheiden könnte, alles unter Kontrolle ist, keine unkontrollierten Leaks mehr passieren oder. Das also als zwei Pole, und dann sind wir irgendwann zu dem Punkt gekommen, wir müssten das auf der rechten Seite auch noch splitten, und so sind wir dann zu 1+2 Szenarien gekommen. Allein hier hinzukommen war schon ein ziemlicher Akt. Was mich aber total gefesselt hat und was ich mein Lebtag, glaube ich, nicht vergessen werde, ist der Prozess, der dann passiert ist. Und noch passiert? Wir sind da und immer noch fertig. Passiert. Aber ich glaube, also der Prozess ab dem irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten Workshop und vor 72 Stunden war absoluter Wahnsinn, weil man kommt daher als Wissenschaftler und trifft das erste Mal mit einer neuen Spezies namens Blogger aufeinander. Nach dem ersten Workshop sitzt man beim Bierchen und fragt Herrn Seemann, der jetzt irgendwo da hinten noch sitzt, wo Sie, damals waren wir noch beim Sie, sind also Blogger. Was ist denn das eigentlich für ein Leben? Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und es begann dann ein sehr chaotischer Prozess. Und wir dachten, also auch wir haben uns ja außerhalb auch immer unterhalten, das kann doch nie im Leben was werden. Wo soll das alles hinführen? Oh mein Gott, was für Chaoten. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was dann sein könnte.
Und auf einmal setzten Prozesse ein, die zu ganz großartigen Geschichten geführt haben. Und ich kann also diese Geschichten, diese Szenarien, die am Ende entstanden sind, jedem nur ans Herz legen. Sie finden sie auch im Handout, zumindest die Timelines. Die finden sie im Handout kurz, aber Sie finden die ganz großartigen Geschichten auch noch im großen Bericht hinterher. Da gibt es dann so Dinge, die möglicherweise passieren könnten, wenn jeder zum Beispiel von einem Unbekannten, dem er zufällig in einer Kneipe begegnet, weiß, dass dieser Mensch jetzt einen Tumor im Kopf hat und dass das aber auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Ja? Also es eröffnet den Horizont unheimlich, weitet den Horizont unheimlich, und ich glaube, die größten Ergebnisse dieses Kollaps sind gar nicht die, die man am Ende auf einem Handout oder in gedruckter Form irgendwo gebunden auch noch in der Hand haben kann, sondern ich glaube, die größten Ergebnisse und die wichtigsten Ergebnisse, die sind hier passiert, und zwar hier und da und da hinten bei dem Seemann und was weiß ich wo. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Verdienst, und da hat es mich auch am meisten gefreut, irgendwie Teil davon sein zu können. Ja, vielen Dank. Ich möchte natürlich als kuratierender Mitgestalter mit Falk doch anmerken, dass es ein Chaos mit Methode ist und ein Methodenkanon. Kalkuliertes Chaos. Der nur sehr viele Experimente zulässt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn so eine heterogene Gruppe zusammenkommt. Und es steht noch zu beweisen, dass wir auch dieses Mal wieder einen konsistenten und in sich schlüssigen, wenn auch durchaus in sich nicht immer, da können ja Widersprüche durchaus ausgedrückt werden, wenn man jemand vom Datenschutzzentrum und einen Post-Privacy-Spezialisten zusammenbringt, dann bleiben gewisse Kontroversen nicht aus. Ich kann dazu nur sagen, für alle Experten nochmal danke, dass ihr dieses Experiment mit uns gemacht habt. Für alle, die von außen zugucken, es geht auch, das CoLab ist auch für euch offen. Es ist wirklich als eine Plattform gedacht, wo jeder, der als Akteur, und Akteure sind wir alle im Internet, sich einbringen will, das machen kann. Herzlichen Dank, Max, für die Ergänzung an der Stelle. Susanne, ich würde dich gerne mal fragen, Szenarien. Da warst du, glaube ich, auch dabei, als wir versucht haben, mal so etwas wie Charaktere zu finden. Wie findet man denn eigentlich Charaktere für Szenarien im Jahr 2035, ohne dass einem vollkommen der Kopf platzt? Also auch ich... Das nicht an, oder? Nimm das. Also auch ich habe sehr viel gelernt in dem Prozess, wie man vielleicht auch mal einfach ganz mutig irgendwelche Annahmen in den Raum stellt, was also so vielleicht auch sehr losgelöst ist von dem, was man jetzt so auf gesicherten Erkenntnissen aufbaut, was jetzt eher so, also in meinem Alltag bewegt man sich doch eher immer in engeren Kontexten, in konkreteren Fragestellungen, als wir das jetzt getan haben, und insofern war das für mich auch was Neues, so kreativ zu sein und wirklich einfach mal so aus dem Vollen zu schöpfen. Und ich glaube, da haben uns gerade die Kollegen aus der Blogger-Szene und sehr, sehr geholfen, auch da einfach ein Stück weit mutig mal was in den Raum zu stellen. Und ich glaube, der große, also das, was die Szenarien eben auch erreichen sollen, ist, und zu welcher Erkenntnis mich auch nochmal jetzt dieser Workshop und überhaupt dieser ganze Prozess gebracht hat, ist, wir müssen irgendwie umgehen mit der, oder wir können umgehen mit dieser Welt, mit dieser Entwicklung, den Datenströmen, die wir heute täglich haben und die wir in Zukunft noch viel mehr haben werden. Und wir müssen als Gesellschaft uns überlegen, was ist uns in dieser Welt wichtig, wie viel Öffentlichkeit wollen wir, wie viel Privatheit wollen wir, und was ist jeweils die Konsequenz, wenn wir uns für diesen oder jenen Schwerpunkt entscheiden und für, also wie wir die Gewichtung treffen zwischen diesen unterschiedlichen Werten. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das wird ein Abwägungsprozess immer sein zwischen den Vor- und Nachteilen. Und ich glaube, dass
das Schöne an den Szenarien, an diesen Geschichten ist, dass sie das vielleicht auch mal jenseits von so einer ganz rationalen Ebene auch so ein bisschen emotional eher begreiflich machen, was es bedeuten könnte, in der einen oder anderen Welt zu leben. Also wenn wir uns jetzt für diesen oder jenen Wert mehr entscheiden. Und ich hoffe, dass wir das auch transportiert kriegen mit den Geschichten. Es war also auch ein wichtiger Aspekt bei den Szenarien, nicht dystopisch zu werden, denn ich glaube, man kann sich immer sofort vorstellen, wie eine furchtbare Orwellsche Gesellschaft aussieht und so weiter, sondern einfach zu zeigen, mit dem richtigen Mindset, den richtigen gesellschaftlichen Konzeptionen, geht es in Anführungsstrichen auch ohne Datenschutz. Und natürlich kann man den Datenschutz auch so ausgestalten, dass es ein wichtiger Wert ist und die Räume schafft, die einen wirklich intensiven Austausch möglich machen. Wir haben uns also versucht, wir haben uns also versucht, mit den Szenarien 2035 ein ordentliches Stück von dem zu lösen, was die tagesaktuellen Debatten sind. Das war auch die Grundkonzeption der ganzen vierten Initiative. Wir wollten nicht die tagesaktuelle Diskussion führen, weder über Street View, Google Plus Pseudonyme, noch über beispielsweise Facebook-Freundeslisten oder den letzten kleinen Datengau bei irgendeinem datenverarbeitenden Betrieb. Das sind alles Sachen, die sind heutig. Was uns interessiert hat, war das Big Picture, was wir zu einem großen Mosaik gemacht haben letzten Endes, unter anderem mit der Landkarte und dem Lexikon der Phänomene. Oliver, magst du mal ganz kurz versuchen zu sagen, wie wir dann tatsächlich versucht haben, das Ganze irgendwie zu mappen, das, was heute in dem ganzen Kontext von Privacy irgendwie eine Rolle spielt, von Privacy und Publicness? Ja, ich denke, die Landkarte der Phänomene schien erst so ein bisschen so ein Sammelbecken für Verlorenes zu sein. Und dann hat sich aber doch nachher herauskristallisiert, dass es der Versuch war, auf verschiedene Arten und Weisen von diesen Begrifflichkeiten und dem digitalen Delta zu abstrahieren. Und das hat sich, glaube ich, also aus verschiedenen Blickwinkeln, aus der ethischen Perspektive, aus der rechtlichen Perspektive, andere Disziplinen fallen mir gerade nicht ein. Aus der Blogger-Perspektive. Und da hat jeder sozusagen in seiner Methodik, da wurden Aspekte des Geheimnisschutzes noch nicht bewertend zusammengefasst, auch noch nicht in ihren Wechselwirkungen sozusagen beschrieben. Aber das war, glaube ich, ganz angenehm, denn damit haben wir jetzt praktisch ein Netzwerk von Sichtweisen und Perspektiven auf Privatheit und Öffentlichkeit geschaffen. Auf dieser Basis können wir, glaube ich, dann auch Ableitungen treffen. Also der Versuch, irgendwie zu erfassen, was denn heute in diesem Kontext wichtig ist, mit der Blickrichtung, was ändert sich eigentlich durch das gesamte Digitale, das war eigentlich so die Grundidee hinter den Landkarten und dem Lexikon der Phänomene, dass man dort einmal zusammenfasst, was haben wir heute, was verändert sich gerade und dann zu sagen, wie könnte sich das eigentlich auch in Zukunft entwickeln, aber da sind wir nicht mehr wirklich zu gekommen, das wirklich weit auszuwalzen. Allerdings ist es, glaube ich, auch so, dass jeder ja seine eigenen Schlüsse dann auch daraus ziehen kann und mit den Szenarien haben wir es ja dann wieder in der Extremform gemacht, dass wir kurzerhand einmal 25 Jahre nach vorne gucken, knapp 24. Ich würde ganz gerne mal Sören fragen. Sören Preibusch, wie eben schon gesagt, war heute das erste Mal bei uns in dieser gesamten Diskussion und wir haben ihn ja natürlich wie alle anderen Tagesgäste so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Wir haben gesagt, schön, dass du da bist, wir haben da mal was vorbereitet, aber das ist nicht fertig, sondern das ist Beta. Und an diesem Beta bitten wir euch alle mitzustricken. Und dann haben wir heute Morgen erstmal angefangen und haben eben jene Landkarte und Lexikon der Phänomene haben wir ein bisschen aufgesplittet und haben das dann weitergegeben in die Diskussion mit den externen Experten. Und was ist denn dabei passiert? Ja, ich bin heute Morgen, also bin jetzt seit über 10 Stunden diesen ganzen Phänomenen ausgesetzt gewesen, habe versucht, das ein bisschen für mich zu ordnen, diese ganzen Diskussionssplitter und vielleicht in zwei große Säulen, um dann den argumentatorischen Dreisprung zu wagen, Datenschutz neu zu denken. Und ich denke, das ist nämlich wirklich das Gebot der Stunde und das Gebot der nächsten 24 Jahre. Ich würde sagen, ausgehend von der Normativität der
der Rechte und der Gesetze und gleichzeitig der Transparenz und das kombinieren mit so einer Positivität des Mehr und der Macht, die wir bei den Daten sehen, wie das zusammenpasst und wie wir dann Datenschutz eigentlich neu denken müssen und dass wir sozusagen Datenschutz auch immer abwägen gegen Öffentlichkeit, das war das große Thema heute, aber auch immer wieder, was wir heute im Laufe des Tages hatten, viele kleine Abwägungen und immer wieder viele kleine Brüche, wo wir auch gesehen haben, ist es jetzt zum Beispiel gut, etwas zentral zu haben oder etwas nicht so zentral zu haben. Und wenn ich jetzt vielleicht das einfach mal ein bisschen Revue passieren lasse, dann war, denke ich mal, was auch heute in den Diskussionsgruppen diskutiert wurde, so, dass erstmal Datenschutz und Privatsphäre wir gut finden. Also es war dann zum Beispiel etwas plakativ, Privatheit ist gut, weil ich dann überrascht bin, wenn ich mein Geburtstagsgeschenk bekomme. Oder Privatheit ist gut, weil ich dann, weil es mein Leben interessanter macht. Und von diesem Privatheit ist gut sind wir dann gestartet und hatten dann aber auch überlegt, wie muss ich jetzt, wenn alles immer mehr wird, wir haben mehr Daten, wir haben mehr Kommunikationsteilnehmer, wir haben Big Data und dieses Big Data bringt halt neue Chancen und neuartige Gefährdungen. Zum Beispiel kann ich jetzt, wenn ich sehr viele Daten habe, muss ich nicht mehr Theorien spinnen, sondern ich kann einfach auf die Daten schauen und die Daten sprechen lassen. Und die Daten sprechen zu mir, indem sie mir zum Beispiel neue Erkenntnisse liefern, wie ich Epidemien vorhersagen kann oder wie ich diesen ganzen Fundus an Dokumenten, den ich im Web zugänglich mache, nutze, um neuartige Übersetzungssoftware zu generieren und bereitzustellen einer ganz breiten Masse, was ja auch passiert. Das heißt also, wir haben da eine ganze Fülle an Chancen und wir haben aber auch Risiken, die natürlich mitkommen. Wenn ich zum Beispiel einmal das Datenset freilasse, die Schleusen öffne, ist es natürlich klar, dass die Daten nicht mehr zurückgeholt werden können. Das heißt, wir müssen uns dann ex ante Gedanken machen, welche Risiken sind vorhanden oder wie kann ich diese Risiken abschätzen. Und das dann wirklich auch der Ruf für neue Metriken, dass wir das auch wieder in diesem mehr Akteure oder Multi-Stakeholder-Ansatz denken, aber auch auf mehreren methodischen Ebenen, also sozial, Wissenschaft, die Blogosphäre, das heißt also da auch wieder verschiedene methodische Ansätze einzubringen. Ich denke, das ist sozusagen das Colab auch ganz gezeigt, wie schön das eigentlich funktionieren kann, was dabei rauskommt. Und wenn dann diese ganzen Chancen, Risiken abwägen und sagen, ja gut, vielleicht ist dann so, wenn wir diese Risiken abgewogen haben und die Chancen abgewogen haben, dann lassen wir die Daten frei und wir machen auch, es waren ja auch Vertreter hier von Initiativen, die sich für freie Daten einsetzen im Publikum. Und dann ist nicht mehr der Gefährder oder der Schadensverursacher, die diese Daten bereitgestellt, sondern der diese Daten missbraucht und vielleicht dann Schaden mit den Daten anrichtet. Und gleichzeitig, wenn man dann sagt, diese neue Öffentlichkeit schafft auch soziale Kontrolle. Wenn wir damals in der dörflichen Gemeinschaft soziale Kontrolle und soziale Ächtung hatten, dann können wir das vielleicht auch auf die heutige Welt des virtuellen Dorfes oder das, es gab ja mal dieses Schlagwort, das ja zum Glück inzwischen aus der Mode kommt, das Global Village, das ist ganz furchtbar, dass da wieder so eine Ächtung passiert. Ächtung derjenigen Unternehmen, die permanent die Privatsphäre ihrer Nutzer missachten und wo dann die Nutzer abwandern, wo Konkurrenz das Geschäft belebt und auch Datenschutz als Qualitätsmerkmal dauernd aufersteht. Wenn zum Beispiel dann wirklich die Politik nicht in der Lage ist, zwar zu sagen, Grenzen neu zu definieren, was aus der Kultur kommen muss, das heißt vom Souverän, denn die Politik kann das nicht, die Politik kann die Grenzen nicht sehen, jede symbolische Regulierung wäre da kontraproduktiv, sondern dass die Politik der Gemeinschaft und den Netzakteuren die Mittel in die Hand gibt und diese befähigt, für sich selbst auszuhandeln, wie viel Datenschutz sie wollen und an welchen Stellen sie Datenschutz wollen. Und wenn ich denke, da war auch das Spannende, wo ich dann gesehen habe, wie viele Anknüpfungspunkte ich heute und wie viele neue Stimuli ich heute erfahren habe mit meiner eigenen Forschung, wo ich dann sehe, ich schaue mir an, wie Nutzer im Web wirklich Daten preisgeben oder dies nicht tun und dann gleichzeitig zu mir sagen, das würde ich doch nie tun. Das heißt also, ich gehe raus und mache Feldbeobachtungen, fast schon wie ein Ethnographer, oder ich hole Probanden ins Labor und lasse sie dann Experimente ausführen und da sagen die Leute zu mir, Datenschutz ist wichtig. Oder ich schaue mir das Eurobarometer an und da sagen 93% der Deutschen, Datenschutz ist mir wichtig oder sehr wichtig. Dann denke ich, na super, 93% ist alles geklärt, wofür brauchen wir noch Regulierung? Und dann schaue ich meine Daten an und dann sage ich, ja schön, wenn wir die
zum Beispiel unseren Probanden die Möglichkeit geben, DVDs zu kaufen und für Daten wie Einkommen und Mobilrufnummer zusätzlich zu Name, Adresse, E-Mail-Adresse und so weiter. Für nur 1 Euro kriege ich diese ganzen Daten, 1 Euro Discount und ich bekomme Einkommen, Mobilrufnummer und so weiter. Und die Nutzer machen das, natürlich, ja. Also die ganz überwiegende Mehrheit, mehr als 90% entscheiden sich dann, Daten preiszugeben für zum Beispiel diese immediate Genugtuung. Und dann ist nämlich wirklich wieder die Frage, wie kann man da auch neue Anreize setzen? Wir hatten eben im Vortrag viele dieser psychologischen Mechanismen auch gehört. Und ich denke, was wir heute in diesen ganzen Diskussionen später tagsüber auch diskutiert haben, ist, wo wir dann in uns selber, denn wir alle sind ja Datensubjekte, in uns selber gehen können und fragen, wie mache ich das? Und dann auch wieder das nach draußen transportieren, sei es in unserer Funktion als Wissenschaftler oder als Blogger, Öffentlichkeit schaffen für mehr Privatheit. Da war jetzt einiges drin, auch für das Publikum, was sicherlich auch zum Widerspruch anregt oder zumindest zur Diskussion. Das wollen wir nicht geschlossen halten hier vorne. Also sozusagen bitte einfach aufzeigen, in dem Moment, wo es Fragen gibt, Anmerkungen, Widerspruch, alles jederzeit herzlich willkommen. Ich komme dann mit dem Mikrofon vorbei. Das war so ein bisschen das, was wir heute gemacht haben und welche Einblicke das auch uns wieder ermöglicht hat, weil zum Beispiel Sörens Forschung war jetzt auch nicht allen vorher hier bekannt, auch wenn wir ja eigentlich eine Gruppe von 27 Privacy-Beschäftigten oder Publicness-Beschäftigten sind. Alles kann niemand kennen und deswegen ist diese Diskussion sicherlich auch sehr fruchtbar gewesen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt weitergehen in der Diskussion und in Frank mal ganz kurz bitten, Denkanstöße haben wir das genannt. Denkanstöße, naja, wie kam es denn zu Denkanstößen? Ja, ursprünglich wollten wir mal Empfehlungen abgeben. Dann haben wir, dann waren wir bei Denkanstößen gelandet. Also auf jeden Fall hieß es zwischendurch auch nochmal Thesen, um dann wieder bei den Denkanstößen letztendlich anzukommen. Also es sind eigentlich alles. Wie es dazu gekommen ist, war eigentlich ja ähnlich nicht deterministisch angelegt. Wir haben angefangen mit bunten Zetteln, die an Wänden klebten, geclustert worden, aussortieren, verdichten und so weiter und so fort. Und am Ende sind wir, glaube ich, bei einem recht kompakten Set von Denkanstößen, / Thesen gelandet, die auch nicht jetzt sagen wir, von der Gesamtheit der Experten getragen werden, sondern auch sich widersprechen, in sich widersprechen, die aber, glaube ich, durchaus in vielerlei Hinsicht dazu taugen, Diskussionen anzuregen, zum Denken anzustoßen. Es geht bei diesen Denkanstößen von Überlegungen zum grundsätzlichen Regulierungsparadigma, also warum könnte es sein, dass das die Datenschutzregulierung, so wie wir sie heute kennen, vollkommen kaputt ist, zu vergleichsweise konkreten Vorschlägen. Ich habe mir einfach mal jetzt eine rausgesucht und es ist nicht die, die man jetzt wahrscheinlich erwarten wird, sondern es gibt so einen Denkanstoß, der heißt Privacy Policies müssen einfacher und human readable werden. Okay, das ist jetzt erstmal eine vergleichsweise simple Forderung, sonst haben sie keinen Effekt, das ist auch vergleichsweise simpel. Weniger simpel ist das, was dann in der Diskussion zu so einer These passieren kann, wo man dann nämlich auf einmal bei Vorschlägen landet und sagt, hey, da gibt es irgendwie so Symbole, die sehen so ähnlich aus wie diese Creative Commons Symbole und hey, mit denen können wir heute arbeiten. Und das kann man tatsächlich von heute auf morgen einsetzen und es wäre Menschen wirklich geholfen. Da kriegt eine E-Mail einfach so einen CC-ähnlichen Stempel, bitte nicht weiterleiten, und dann gibt es noch irgendein Plugin, das zumindest das es erschwert, sowas weiterzuleiten. Hey, mit sowas kann man arbeiten und dann braucht man nicht irgendwelche langen Disclaimer unter eine Mail zu schreiben, diese Mail ist aber geheim und sollten Sie aus Versehen und was versehen nicht alles. Guckt sich eh keiner an, beachtet eh keiner, aber hey, kleine Vorschläge, human readable. Das ist so eine Art von Denkanstößen, die hier rausfällt, die wahrscheinlich auch erst
also zum Teil auf den ersten Blick vielleicht entweder wirr klingen oder also einfach nur sehr flach klingen, aber in dem Moment, wo man sich dann tatsächlich ein bisschen länger damit auseinandersetzt, kommen super interessante Gedanken bei raus. Deswegen liefern wir natürlich nicht nur die Thesen ab, sondern auch eine möglichst ausführliche, aber gleichzeitig auch kompakte Begründung. Max, du wolltest... So schamlos hätte ich ein Projekt, an dem ich selbst und der Jan Schallerböck mit beteiligt sind, nicht beworben, aber wir glauben, dass das tatsächlich ein Ansatz ist, Privatsphärenvorstellungen, Kommunikation zu verbessern in Form von solchen Icons unter E-Mails, die sagen, ob man das weiterleiten darf oder ob das in-house bleiben soll, etc. Das Projekt nennt sich privacons.org, also Privacy hinten abgeschnitten und dann Icons dran. Können wir gerne auch noch im Anschluss drüber reden. Vielen Dank, Frank. Ist aber auch recht typisch für die Diskussion, die wir bei den Thesen hatten, denn sozusagen ein kleiner Anfang, der aber wirklich eine große Diskussion nach sich zieht, in dem Fall die von der Human Readability, dass man es wirklich menschenlesbar macht, hat man sich eigentlich schon ein Stück weit auch zum Maschinenlesbaren hin bewegt, denn natürlich geht es ein Stück weit auch darum, letzten Endes. Typisch für unsere Diskussion, wir fangen bei einem Punkt an, haben dann sehr viele Aspekte und müssen dann am Ende, und das ist auch noch eine Aufgabe, die wir auch noch in den nächsten Wochen vor uns haben, bevor der Bericht endgültig fertig wird, auch noch mal gucken, dass wir es auch noch lesbar halten, obwohl es so viele interessante Facetten daran gibt und wir nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Bei den Thesen, Denkanstöße, wie sie dann am Ende hießen, die zu koordinieren und ein wenig zu betreuen und auch zu sichten, was nicht immer ein Vergnügen war, da bin ich mir sicher. Im Großen und Ganzen schon, war das durchaus nicht so anstrengend, wie es vielleicht aussah. Es waren eine Menge spannende Gedanken drin. Den Weg zu den Denkanstößen als Begriff zu gehen, der lag eigentlich relativ schnell auf der Hand, weil es klar war, es ist eine heterogene Gruppe. Und in dem Themenbereich gibt es noch keine klaren gesellschaftlichen Linien. Das heißt, man kann nur verschiedene Impulse in verschiedene Richtungen geben, aber es war das dezidierte Ziel, auch in den Bereich von Gestaltungsvorschlägen zu kommen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Nun ist es ja nicht die einzige Gelegenheit, wo Datenschutz neu gedacht wird, auch wenn das über einen sehr langen Zeitraum jetzt hier passiert ist, in einer sehr schönen Intensität. Und das darin liegt, glaube ich, auch die besondere Qualität da drin. Wir machen in der ULD Sommerakademie regelmäßig ähnliche Workshops, wie sie hier passiert sind, für einen Zeitraum von 2 bis 3 Stunden. Und ich wünsche mir dann immer eigentlich bei diesen Workshops so eine Art Reality-Checks. Da werden dann Thesen entwickelt. Am liebsten hätte ich jemand aus dem BMJ, aus der Datenschutzabteilung oder auch einen meiner Kollegen da sitzen, der dann einfach mal Watsch, links, rechts macht, gibt's schon, haben wir schon, kennen wir schon, brauchen wir nicht mehr. So, bei den Denkanstößen, die hier entwickelt sind, habe ich das Gefühl, dass die größtenteils durch Reality-Checks durchkommen, tatsächlich auch neue Impulse für eine Debatte liefern. Das zumindest wäre die Hoffnung. Hier und da sind es aber auch nur Gedankensplitter, die, und auch das ist es meines Erachtens wert, aufgeführt zu werden, denn wir sind in einem Feld, in dem noch eine ganze Menge Sachen unklar sind. Und das ist, glaube ich, aus den 6 Monaten intensiver Arbeit im Collab allen Beteiligten nochmal sehr deutlich geworden. Wir wissen also jetzt, dass wir mehr wissen. Das ist schon viel wert. Die Frage ist, was können wir damit dann später anfangen und was können auch Sie damit anfangen, beziehungsweise ihr? Denn natürlich, eins ist klar, nicht jeder von den beteiligten Experten wird am Ende jede These gut finden. Und da muss man auch ganz klar sagen, ach hallo Jens, du bist auch da. Frisch gekommen und schon gemeldet, nicht schlecht. Da muss man natürlich sagen, bei diesen ganzen Thesen, die widersprechen sich teilweise direkt. Das ist so, dass sie wirklich zum Denken anregen sollen. Und die Frage ist ein bisschen, was machen Sie selber in Ihrem Kopf dann daraus, auch aus der Begründung? Wir sind da auch ganz gespannt, weil bei uns hat, glaube ich, jeder auch selber diese ganzen Sachen anders interpretiert. Sören, du hattest heute ja das Vergnügen sozusagen auch bei den Thesen zum ersten Mal draufzuschauen. Was würdest du denn sagen? Wie hast du das denn sozusagen erstens empfunden und zweitens, was würdest du sagen, ist das qualitativ schon etwas, was du so unterschreiben würdest? Ja, ich wollte erstmal nochmal auf Jan Bezug nehmen und zwar, also wir sehen ja diese ganzen Experten und ihre Berichte wie Pilze aus dem Boden schießen.
gerade wenn es in so in den Herbst jetzt kommt. Und ich denke, was eigentlich das CoLab auch auszeichnet, was denke ich auch sinnvoll ist, dass die Leute zuhören, dass, dass sozusagen die 27 Leute hier wirklich auch, wo ich sagen würde, ja, das sind Experten, wo halt das, wo auch wirklich Sachverstand dahinter ist und gleichzeitig immer auch die Rückkopplung zu den Phänomenen ganz wichtig ist. Das ist immer halt auch so ein Plausi-Check zu sagen, ja, wir haben eine Utopie, aber wir haben auch Wege dahin. Und deswegen sind zum Beispiel diese Szenarien ganz wichtig, denke ich. Das sind halt auch Bilder, mit denen wir arbeiten können. Und das sind auch Vorstellungen, die uns dann bei der Diskursfindung helfen. Ist das eine Zukunft, wie wir sie haben wollen? Und die Ausprägung fanden diese, oder sozusagen niedergeschlagen haben, gefunden diese Szenarien aufs Heute projiziert, dann in Thesen, die ich dann gestern Abend erstmal gesehen hatte in dem Dokument oder einige davon gesehen habe, habe ich gesehen, ja, bei einigen denke ich, da stimme ich nicht zu. Andere würde ich sagen, ja, es gehe ich ganz d'accord mit. Aber ich habe jetzt bei keiner These gedacht, das ist Unsinn. Oder da hat einer keine Ahnung gehabt von dem, was er schreibt. Also wir hatten so diverse Thesen wie Datenschutz oder Privacy Policies müssen neu gedacht werden, bis hin zu Top-Down beim Datenschutz muss zu Bottom-Up werden oder Privatheit ist gut. Oder, also es sind teilweise sehr plakative Thesen, teilweise auch etwas längere Siebenzeiler dann, aber es war halt immer schön in Thesenform und ich denke, diese Thesen haben auch dann dazu angeregt und ich denke, das ist auch ganz, ganz hervorragend gewesen, um die Diskussionen dann auch loszutreten. Ganz herzlichen Dank. So, es gibt eine erste Wortmeldung aus dem Publikum. Alle weiteren bitte ich darum, Ihre Hände mal kurz zu heben, falls da direkt Anmerkungen sind. Nicht der Fall. Jens. Super kurze Nachfrage. Ich habe jetzt bin seit Anfang der großen Runde dabei, habe jetzt leider Frau Professor Drepte verpasst. Das ist jetzt Privatsphäre, das habe ich jetzt verstanden, da habe ich ein paar Thesen für entwickelt. Schutz der Öffentlichkeit, das Wesen der digitalen Öffentlichkeit. Machen wir da nachher noch, kommt da noch was? Oder? Ich wollte nur fragen. Also Privatsphäre ist klar soweit, haben wir jetzt verstanden, aber das war ja nicht der, war ja ein Teil von dem Titel, glaube ich. Ne? Und man muss sagen, es ist leider so, dass es der größere Teil, der deutlich größere Teil gewesen ist. Nichtsdestotrotz haben wir auch dazu ein paar Thesen und sind an einem Dokument am Arbeiten, wie du richtig bemerkt hast, deutlich weniger als zu den anderen. Ich würde eine gerne dazu vorlesen und die ist noch relativ frisch und ich glaube auch kontrovers, würde mich interessieren, was Sie und damit meine ich alle, sowohl die Experten als auch die Gäste, dazu meinen. Durch die Entwicklung von Web 2.0-Diensten wird das Sozialkapital gestärkt und die gesellschaftliche Partizipation in öffentlichen Diskursen vereinfacht. Ich kann dazu vielleicht noch ein bisschen ergänzen, dass diese ganzen Beziehungen, die ja von Frau Drepte durchaus auch kritisch gesehen wurden, dieses Sozialkapital wieder erhöhen. Also ich zum Beispiel kann sagen, ich glaube nicht, dass ich mehr enge Freunde dadurch gewonnen habe, aber ich habe mittlerweile ein Netzwerk von, ich weiß es nicht, sagen wir 70, 80 Leuten, die international von den ganzen Stationen, wo ich hängen geblieben bin, bis zur Grundschule, gut, das muss ich jetzt zugeben, das sind jetzt nicht unbedingt meine besten Freunde heute noch, aber überhaupt, dass dieses soziale Netz da ist und ich sag mal, wenn ich jetzt nach Hause komme und jemand würde irgendwie in Dossenheim ein Revival-Treffen der Grundschulkinder machen, fände ich auch ganz lustig. Also ist das eine Erweiterung des Sozialkapitals? Sind wir da wieder auf dem Weg raus aus dem Zerfall dieser Strukturen? Gibt es dazu Anmerkungen direkt von jemandem? So, da ja, Ilja hat sich auch gerade gemeldet. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Ich würde halt eigentlich nur zurückfragen, ob das dann ganz von selber passiert, einfach durch die Technik, mehr Partizipation oder ob da noch andere Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Ja, also als Wirtschaftsinformatiker und dann eher in Richtung Philosophie tendieren, da würde ich natürlich sagen, es ist erst die soziotechnologischen Systeme, die das Ganze dann möglich machen. Am Anfang, sage ich mal, das reine TCP-IP-Protokoll noch nicht. Aber sobald dann der Austausch über die Mailinglisten und die entsprechenden Foren da war, würde ich sagen, liegt das der Technologie schon irgendwo immanent auch inne, ja. Weitere Anmerkungen dazu? Gibt es die? Der Jens wollte schon. Der Jens wollte, aber der Jens hat schon zurückgezogen, glaube ich. Nein, Jens kann das, immer. Dass du kannst, wollte ich auch nicht in Frage stellen. Dass du fragen und anmerken kannst, weiß ich schon. Das jetzt macht er dieses mit dem Mikro, ja, das ist gut. Da wir ja mit konstruktiv hier sind und so, das Dreieck Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Staat hätte mich ja schon mal interessiert. Also wer stellt Öffentlichkeit her? Wie lernen wir, Öffentlichkeit herzustellen? Also der Durchschnittsberliner aus dem Umfeld kennt Berlin ja, weil er zum Alexanderplatz fährt, bei Alexa einkaufen geht und wieder zurückgeht. Da bewegt er sich ja nur noch in privaten Räumen, mit privaten Sicherheitsdiensten, mit AGBs für den physischen Raum und so. Und diese Frage zu stellen, also wer hat die Verpflichtung, den öffentlichen Raum, wenn er jetzt ergänzt wird durch die digitale Sphäre, neu zu schützen, beziehungsweise auch das Erlernen. Also das sind die zwei Sachen, die mich interessieren würden. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass das kommerzielle Anbieten eines öffentlichen Raums total böse oder so ist. Aber es ist natürlich auch der Punkt, dass wir uns fragen müssen, wer ist denn heute in diesem Dreieck, was ich aufgeführt habe, dafür zuständig und wie erziehen wir uns selbst dazu, im öffentlichen Raum zu leben. Also nicht nur zu konsumieren und zu shoppen, sondern zu leben. Das haben wir auch in der physischen Welt ein bisschen verlernt. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Internet mittlerweile auch einfach nur noch ein Shoppingparadies ist, wo man seine Meinung ausdrückt, indem man ein Produkt bewertet. Und jetzt mache ich mal Schluss, weil der Falk fängt schon an zu zittern. Das hat allerdings nichts mit deiner Aussage zu tun, denn ich weiß auch schon, dass ich sie gar nicht beantworten muss. Und auch der Max muss sie gar nicht beantworten, denn das macht Ulrike. Danke. Eigentlich wollte ich das nicht beantworten, aber vielleicht spricht es doch trotzdem ein bisschen zu der Frage. Nämlich eine Beobachtung, die ich gemacht habe und die ich sehr spannend finde, obwohl es im eigentlichen Sinne keine Erkenntnis ist, ist die, dass wir, glaube ich, Probleme hatten mit dem Begriff der Öffentlichkeit, weil es intuitiv richtig ist, emotional total richtig ist zu sagen, es braucht eine private Sphäre, damit eine öffentliche Sphäre überhaupt möglich ist. Aber wir sind nicht in der Lage gewesen, genau zu sagen, warum. Was, glaube ich, nicht unserer Unfähigkeit geschuldet ist, sondern tatsächlich einer gewissen Problematik, nämlich, dass es ziemlich unklar ist, warum das gebraucht wird. Dass wir zwar alle das Gefühl haben, sowas braucht man und man muss die irgendwie voneinander abtrennen und das ist nicht das Gleiche, ob ich mit meiner Familie alleine unterwegs bin oder eine politische Entscheidung treffe. Wir wissen, dass das nicht das Gleiche ist. Aber ich glaube, im Prozess zu verstehen, warum das nicht das Gleiche ist, stehen wir noch relativ am Anfang. Und das ist eigentlich ganz produktiv, finde ich, weil diese Veränderung von Privatsphäre, also vielleicht, sagen wir es mal so, vielleicht können wir es auch nicht deshalb nicht, weil sich die Frage, welche Art von Privatheit brauchen wir eigentlich, um Öffentlichkeit herstellen zu können, auch gerade sehr verändert. Und das so im Fluss ist und das Alte noch da ist, aber das Neue noch nicht ganz richtig da ist. Und diese Veränderung eigentlich zu beobachten, das ist was, was wir sicher jetzt nicht abschließen können, aber was wirklich interessant ist. Und das hätte ich vorher vor der Initiative so nicht gewusst, dass das ein Problem ist. Wir hatten ja auch in der Halbzeit sozusagen einen Vortrag von Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut eingeladen. Und der brachte, das fand ich eigentlich auch ganz gut auf den Punkt, nämlich dieses ambivalente Verhältnis einer privaten Öffentlichkeit, einer Twitter-Öffentlichkeit, der Michi nennt es Query-Öffentlichkeit. Also vielleicht ist dieses öffentlich im Sinne von, wir gehen auf den Alexanderplatz und halten ein Demonstrationsschild hoch, im Netz nicht so gut abzubilden, weil eben auch die Konzeption des Raumes nicht so ist. Was willst du in einer Kakophonie von 20.000, also allein, dass du da bist, ja, es gibt ja die Öffentlichkeit von Abbas, wo geklickt wird, ja, und dann wird gesagt, naja, diese One-Click-Demonstranten, das ist nicht das Richtige. Also inwieweit für diese physische Öffentlichkeit oder ja, diese physischen, die Eigenschaften einer physischen Öffentlichkeit im Netz nachgebildet werden können, sinnvoll.
oder ob man dann das nicht eher aus der Perspektive von den privaten Überlegungen, den persönlichen Interessen, den persönlichen politischen Überlegungen und Beteiligungen und so weiter her denkt und nicht als großes Ganzes, stelle ich jetzt mal in den Raum. Moment, Moment, Moment. Weitere Wortmeldungen. Also so als einer der älteren Teilnehmer hier bin ich gerade eben erinnert worden an das, was ein Verfassungsrichter, nämlich Marenholz, mal als Definition geliefert hat über den öffentlichen Raum. Und der hat gemeint, man könne ihn vergleichen mit einem Parallelogramm der Kräfte. Der Raum würde sich sozusagen immer dann besonders extrem und positiv entfalten, umso kräftiger die Vektoren sind, die sozusagen an den verschiedenen Seiten dieses Parallelogramms arbeiten und ziehen. Und wenn ich dieses Bild sozusagen nutze, dann finde ich dieses Collab deswegen so schön, weil wir sehr unterschiedliche Zieher haben. Andererseits, wenn ich es international betrachte und mich gerade daran erinnere, was wir von Michael Anti, einem Blogger aus China, gelesen und gehört haben, der letzte Woche in Potsdam war und einen Preis bekommen hat, der fassungslos sagte, ich habe sozusagen durch das Netz die Chance gehabt, die Welt zu begreifen. Was ich aber bei euch begreife, ist, dass ihr es nur noch privat nutzt und nicht mehr politisch. Und das ist meine große Frage. Wieso ist das so? Ich kann es nicht beantworten, aber ich würde diese Frage gerne in diesen öffentlichen Raum mal geben. Herzlichen Dank. Kann man natürlich auch direkt fragen, ist das so? Nicht nur wieso ist das so, sondern ist das so? Würden das denn die anderen hier im Raum teilen, dass wir es eigentlich nur noch privat nutzen und nicht mehr politisch? Ich meine, gerade mit der Gruppe, die heute Abend hier ist, erwarte ich eigentlich ehrlich gesagt Widerspruch. Wer traut sich? Ich muss auch nicht meine ganze Dissertation hier ausbreiten, aber ich kann ja zumindest mal eins sagen, Widerspruch insofern, als dass ich denke, die Beobachtung, dass das Private so ein Vordringliches hat, ist ja eben nicht eine, die erst mit dem Netz beginnt, durch das Netz bedingt wäre oder ich glaube auch nur dadurch verstärkt würde. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Tendenz, das Dinge eher privat zu tun und das Gemeinsame einfach hinten anzustellen. Ich glaube auch, es ist eine gefährliche Tendenz, aber die gibt es schon länger und vielleicht sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das ändern. Das Internet macht es aber nicht leichter oder schwerer. Also da muss ich auch Max ein bisschen widersprechen. Ich glaube, im Endeffekt hält sich das, was das Netz an weiterer Entpolitisierung hält, mit dem, was es an Politisierungsmöglichkeiten bietet, so ziemlich die Waage. Insofern, ja. Herzlichen Dank. Hubertus Gerstorf dazu ergänzend. Es stellt sich natürlich die Frage, was verstehen Sie unter Politik, nicht? Aber in der Tat, wenn Menschenrechte signifikant verletzt werden, gibt es ein größeres Bedürfnis über das Netz dann diesen Missstand zum Ausdruck zu bringen, als in Ländern, in denen es natürlich auch Missstände gibt, aber wenigstens das Interesse an politischer Kommunikation vielleicht auch geringer ist. Aber wenn man in Facebook und ich nenne das mal ganz bewusst kommunikative Netzwerke, nicht soziale, sondern kommunikative Netzwerke reinschaut, da sieht man, dass dort auf jeden Fall auch politische Kommunikation stattfindet. Ich persönlich bin eigentlich nur bei Facebook, weil ich dort den Dialog beispielsweise mit politischen Entscheidungsträgern auch führen kann. Also das sollte man nicht ausblenden. Aber ich möchte einen anderen Punkt, weil wir hierüber nochmal gesprochen haben und vorhin auch in unserer Arbeitsgruppe darüber gesprochen haben. Ein ganz wichtiger Punkt, Sie hatten es vorhin angesprochen, welche Bedeutung hat überhaupt der Staat und damit auch der klassisch staatliche Regulierer in der heutigen Welt? Ich glaube, wir müssen immer wieder uns vor Augen führen, dass das Internet etwas Großartiges bietet, was früher noch nicht so zur Verfügung stand, nämlich die Möglichkeit der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Früher hat der Staat die Bürger schützen müssen, beispielsweise vor Unternehmen. Früher haben die Medien dafür gesorgt, dass Missstände aufgedeckt werden. Alles das ist auch heute noch erforderlich. Nur hinzu kommt, dass der Einzelne selbst
und dass die gesellschaftlichen Kräfte selbst die Funktion, die früher der Staat wahrgenommen hat, nämlich sich schützend vor Menschen zu stellen, wahrnehmen können. Und diese Selbstorganisationskräfte müssen wir meines Erachtens unbedingt stärken und müssen immer bei der Frage, ob der Staat etwas regeln muss, dieses uns vor Augen führen. Vor allem deswegen, und das hatten Sie ja eben auch nochmal zusammengeführt, weil wir häufig gar nicht wissen, was geregelt werden muss. Weil wir noch gar nicht wissen, welche Werte sich herausbilden sollen. Und das muss in einem Diskurs erfolgen. Und die Steuerungs- und Regulierungsressource hierfür ist die Öffentlichkeit, die Transparenz. Dafür müssen wir sorgen, bevor wir dann nach staatlichen Regeln rufen. Das ist wenigstens meine feste Überzeugung. Das ist eigentlich ein Zustimmen in diesem Punkt. So sehr möchte ich doch widersprechen zum vorherigen. Und zwar sage ich jetzt überspitzt und hoffe auf Widerspruch, nämlich ich sage, Dialog findet nicht statt. Was wir im Mainstream sehen, ist eine Kakophonie der Monolog im sozialen Web. Wir haben, danke. Wir haben nämlich eine, ganz natürlich, wie wir eben im wissenschaftlichen Vortrag gesehen haben, eine ganze Gruppe an Selbstdarstellern. Ist es ein öffentlicher Dialog, wenn ich auf Like drücke? Ist es ein Dialog, wenn ich zum Beispiel bei Dick politische Thesen hochrenke und andere Thesen runterrenke und zum Beispiel in den Vereinigten Staaten in Amerika es ganze Gruppen an Militanten im rechten Spektrum gibt, die sich verabreden, um bestimmte Thesen ganz massiv abzuwerten? Das aber nur am Rande. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die in der personalisierten Wahrnehmung des sozialen Web die Öffentlichkeit zersplittert. Es gibt nicht mehr die Öffentlichkeit. Wir hatten vielleicht vor 20 Jahren das Massenphänomen, das Massenmedium Fernsehen. Wir hatten Volksparteien. Wir haben heute nicht mehr die Öffentlichkeit, denn jeder lebt, so der Titel eines kürzlich erschienenen Buches, das Filterbubble. Wir leben alle in unserer Blase der personalisierten Nachrichten. Die Verlage haben die personalisierte Zeitung propagiert, indem sie sagten, jeder liest nur noch das, was ihn interessiert. Wo ist da der Dialog, frage ich. Wenn jemand nicht mehr mit Thesen konfrontiert wird, die nicht seine eigenen sind, wo findet oder wo kann Dialog stattfinden? Und da sehe ich die Gefahren des sogenannten sozialen Web für eine politisch aktive Öffentlichkeit. Da gibt es eine Menge Redebedarf zu, wenn ich das richtig interpretiere. Trotzdem der Reihenfolge der Meldung nach, Jens. Also ich wundere mich immer über die sehr schnelle Wertigkeit von Wissenschaftlern. Deswegen kommentiere ich jetzt mal, was Sören gesagt hat, nicht, weil sonst wird es wieder so Bad Vibrations auffallen. Auch Personen, die immer dann gleich den Abgesang des Staates erzeugen und die Zivilgesellschaft hochhängen, auch diese Richtung ist mir bekannt. Aber das war ja nicht die Frage, die Frau Professor, glaube ich, ne? Ich habe sie leider verpasst, gestellt hat. Weil es ging ja gar nicht darum, was für eine Öffentlichkeit wir ertragen wollen und welcher Player denn dafür zuständig ist, dass der kleine 6-jährige Junge lernt, was denn jetzt Öffentlichkeit ist, ob das Papa Staat ist oder Papa Facebook. Sondern wir haben gesagt, gibt es überhaupt den Raum dafür und wie stellen wir sicher, dass es den Raum gibt, in dem etwas passieren kann. Und ich wundere mich, dass das in dem Privatsphärenbereich so gut funktioniert hier. Ja, wir akzeptieren, es gibt Facebook, aber in Facebook, also in einem kommerziellen Raum, muss es sowas geben wie privat sein. Aber wenn wir dieselbe Diskussion führen wie jetzt, es gibt einen kommerziellen Raum, Facebook Beispiel, und in dem gibt es eine öffentliche Sphäre, die ist zwar nicht auf der Besitzebene dem Staat zugeordnet, Staat als, Saskia Sassen würde sagen, als noch existentes Organisationseinheit, ja, sondern es ist quasi einfach nur ein Raum, in dem Öffentlichkeit stattfindet. Öffentlichkeit heißt, es wird etwas ermöglicht. Öffentlicher Raum heißt, im Gegensatz zum, das hat Ulrike so schön gesagt, also das Zuhause. Zuhause gilt der Satz, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, wird gemacht, was ich sage. Und der öffentliche Raum ist der Raum, wo wir uns auf Grenzen einigen. Und wenn wir unklar sind, dann treffen wir uns vor Gericht und dann wird dieser Raum nochmal festgelegt. Aber es gibt auch viel vorgerichtlich, worauf wir uns einigen, wo wir uns gegenseitig akzeptieren, meistens sogar ertragen. Das ist ein wichtiger Punkt beim Diskurs übrigens, der mehr stattfindet als die Propheten, die jetzt da sagen, es gibt nur Selbstdarsteller im Netz, meinen. Also es gibt einen Dialog, aber der ist noch nicht geübt. Da stimme ich Ihnen zu. Ja, das ist eine Kulturtechnik,
eine sehr vielfältige Kulturtechnik, die noch nicht erlernt ist und deswegen natürlich ausfasert, überstrapaziert wird und von Egoisten natürlich auch extrem überspitzt wird. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo Falk anfängt, über mir zu lächeln. Und, aber ich komme nochmal zurück zu dem Punkt, schnell und gut. In diesem Dreieck Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft ist keiner dieser drei Punkte zu vernachlässigen. Ob der Staat immer noch Nation ist oder wie wir das dann organisieren, das ist dann wiederum eine Teildiskussion dort. Aber der öffentliche Raum als der Raum, wo wir uns akzeptieren, nur mal so, ja, und in den Grenzen, in denen wir uns gesagt haben, wir akzeptieren uns, also Kultur kreieren, das ist das, worum es geht. Und das ist in Gefahr, jetzt bin ich auch tatsächlich zum Schluss, ja, weil wenn wir, der Mensch lernt eben peu à peu, und wenn wir lernen, dass öffentlicher Raum eben was mit Shopping zu tun hat und nicht mit Meinungen zu sagen, dann haben wir das verlernt nach 5 Jahren. Und das ist genau der Punkt, warum das Internet, was in eine neoliberale Realität, die seit 40 Jahren gepflegt wird, reinfällt, natürlich nichts weiter macht, größtenteils, als die neoliberale Realität des physischen Raums auch abzubilden. Und es gibt eine kleine Chance, nämlich das Internet kann Kollaboration, genossenschaftliche, was auch immer, was für Kollaboration möglich ist, individuelle, gemeinschaftliche, schalala, erzeugen. Und das ist die Chance des Internets. Und das ist alles, was wir haben. Und ansonsten, ja, das war's. Herzlichen Dank an Jens Best. Ich glaube, Jens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du bist jetzt fertig mit deinem Buch? Du bist fertig mit deinem Buch. Wann kommt's raus? Nicht im Frühjahr. So, also ein bisschen muss man noch warten, um das Ganze in der ausführlichen Version zu lesen, aber so ewig lang ist es dann auch nicht mehr hin. Moment, wir hatten erst einmal dort. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was jetzt in der Diskussion immer wieder gesagt wurde, dass da so viele Selbstdarsteller oder auch so das Individuum sich da in den Vordergrund stellt. Ich würde da eigentlich viel tiefer rangreifen, dass es nämlich, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem generell ist, dass die Leute halt irgendwie nach bestimmten Grundbedürfnissen wieder agieren und irgendwie akzeptiert wollen, werden wollen, Respekt haben wollen, und dass in der normalen Gesellschaft denen da das oft zu kurz kommt. Und natürlich ist so ein soziales Netzwerk ein idealer Spiegel oder auch die Möglichkeit, dass sich Leute da dann auch so kundtun können und ausdrücken können. Also das ist zumindest meine Erklärung. Ich habe neulich einen wunderbaren Artikel, ich glaube, er steht auch noch im Netz, gelesen von der New York Times, Text Without Context. Da wurde sozusagen aufgelistet von den, ich sag mal, Erfindern des Netz, die heute alle so Mitte 60 sind, ihren Wutausbruch über das, was eigentlich mit diesem Netz passiert ist. Und das geht in die Richtung, was Sie gerade beschrieben haben, dass es sozusagen gelerntes Konsumverhalten ist, was sich in Gruppen individualisiert, also mehr sozusagen die Shopping-Boy-Group oder Girls-Group oder sonst was, anstatt sozusagen einen öffentlichen Raum, der die Chance ist, zu nutzen, um das, was der Mann von Saskia Sassen mal in einem ganz alten Buch geschrieben hat, der Verlust der Öffentlichkeit oder die Tyrannei der Intimität, so hat er das genannt. Man braucht nämlich, und das ist die Idee der Aufklärung, einen öffentlichen Raum, in dem sich Fremde begegnen. Nur dann passiert wirklich Kommunikation und nicht, wenn sich sozusagen die Redundanz des Immergleichen ereignet. Ja, also natürlich widerspreche ich total. Und zwar, ich berufe mich auf Ortega y Gasset. Ortega y Gasset hat eine berühmte These aufgestellt, dass nicht die Technik erzeugt sozusagen einen neuen gesellschaftlichen Bedarf, sondern umgekehrt, aus einem gesellschaftlichen Bedarf entsteht sozusagen eine neue Technik. Und ich bin ein ehemaliger Jesuit und werde ich jetzt lutheranisch argumentieren. Und die These lautet so: Was gab sozusagen als gesellschaftlicher Bedarf, sozusagen, was das Internet verursacht hat? Das sind die Selbste. Wir lebten in einem Jahrhundert, in dem wir fremdbestimmt wurden von Massenmedien. Und das muss irgendwie, ich meine, das ist eine These, wirklich, kann das nicht beweisen, irgendwie muss es sich angestaut haben. Wie kann ich mich selbst darstellen? Insofern ist die Selbstdarstellung ein ganz positiver ethischer Wert. Nicht? Und das haben wir jetzt weltweit. Ja, und das Selbst ist nicht notwendigerweise das egoistische Ich, weil das Selbst ist ja immer mit anderen, ne? Es entsteht ja mit anderen. Und jetzt haben wir sozusagen aus diesem gesellschaftlichen Bedarf, wenn Ortega y Gasset recht hat, eine Technik genau eine Antwort gegeben hat
zu diesem Bedürfnis. Also insofern würde ich das ganz positiv sehen. Es klingt nämlich für einen Ethiker ein bisschen komisch, dass ich sage, ich verteidige jetzt die Egoismen, die gibt es natürlich auch und wissen wir ja alle, okay. Aber die Möglichkeit, also ich sage jetzt aus meinem eigenen Egoismus, was mein Leben sich verändert hat seit 15 Jahren, 180%, seitdem ich im Internet da bin, eine Explosion. Zum Teil, also zum großen Teil positiv, mit einigen Problemen natürlich, ist klar. Also das würde ich dann, wenn ich das allgemein sehe, fantastisch. Ich wäre nie derjenige, der ich bin, identisch, in meiner Identität jetzt, wenn das Internet nicht da wäre. Also wenn ich mal dahin meine Veröffentlichungen in der Bibliothek, in Fachzeitschriften und so weiter veröffentlicht hätte, undenkbar. Undenkbar. Und ich würde sagen, dass, noch ein Wort würde ich gerne in die Runde werfen. Unser Karlsruher Philosoph, wir haben mehrere natürlich in Karlsruhe, klar, aber es gibt einen sehr bekannten, der von Immunsysteme gesprochen hat. Also Moral ist ein Immunsystem. Und ich glaube, hinter der Debatte um Privacy, egal jetzt, ob das Privacy oder Öffentlichkeit steckt, wie jeder Organismus, man kann nicht überleben ohne Immunsysteme. Und was jetzt wir lernen müssen, ist eigentlich Moralen, Internetmoralen und Öffentlichkeiten und Privatheiten im Plural. Nicht mehr das Ideal, das habermasianische Ideal der einen großen Öffentlichkeit, die von Massenmedien sozusagen verunstaltet wird oder sowas, sondern genau ein Reichtum an unterschiedlichen Öffentlichkeiten haben, die sich widersprechen und so weiter, womit wir umgehen lernen müssen. Und dass das natürlich voraussetzt, wie bei jedem Organismus, dass wir, wie gesagt, Immunsysteme brauchen. Und das ist genau das, wo ich denke, das ist ganz entscheidend jetzt in dieser Debatte, dass wir diesen Gedanken, dass ich selbst sozusagen verändern kann, weil sobald das natürlich starr wird, wie bei jeder Moral, stirbt das Organismus. Nicht? Ich würde sagen, also absolut, ja, richtig, dass ich, der Bürger kommt in den Vordergrund. Und wenn wir das weiterspinnen, wir hatten heute Vormittag Zeitstreile, die gingen bis 2035. Und ich denke, schon viel früher wird sich eine andere Frage stellen. Und diese lautet, was ist die verfassungsgebende Gewalt des Internet? Und in welcher Verfasstheit finden wir es vor? Ich würde gerne auch nochmal einen Punkt vorhin anknüpfen, zumal die Quellen, die genannt werden, jetzt auch immer älter werden, vielleicht noch eine dazu tun. Also zu einem Zeitpunkt, als die Schöpfer des Internet geboren wurden, nämlich vor 60 Jahren, hat Norbert Wiener, einer der Väter der Kybernetik, so nannte sich das ja damals noch, der hat sich auch schon Gedanken gemacht, wie eigentlich diese Technologie die Gesellschaft verändern wird und was sie für Wirkung haben wird. Und er hat es sehr einfach formuliert, hat gesagt, dass das, was in der Gesellschaft vorhanden ist, wird dadurch verstärkt. Ob das totalitäre Strukturen sind, ob das emanzipierende Sachen sind, ob das der Drang zur Selbstdarstellung ist, um jetzt mal aktuelle Beispiele aufzugreifen, oder ob das der Hunger nach Aufmerksamkeit ist, man kann das alles verstärken. Das ist ja das, was angelegt ist in der Gesellschaft, das wird verstärkt. Und ob das nur damals die Informationstechnik war oder heute das Internet, das Grundprinzip ist dasselbe. Und deswegen glaube ich, dass manchmal dieser Technik da mehr zugeschrieben wird, als ihr zukommt. Man muss ein Stück tiefer gehen, was ist schon vorher da in der Gesellschaft eigentlich? Und das wird dann genutzt. Und ein Punkt noch zu dem Privaten und was ist politisch. Da finde ich die Trennung auch manchmal schwierig. Also es gibt Gegenden heute in der Welt, da ist Händeklatschen eine hochpolitische Angelegenheit, ne, und wird bestraft. Und es gibt ja viele solche Beispiele. Also ich glaube, das ist die Schwierigkeit der ganzen Debatte heute, dass viele alte Kategorien und Begriffe nicht mehr so richtig passen und die Grenzen überall verschwimmen. Und deswegen haben wir so häufig so Schwierigkeiten in der ganzen Debatte. Und die neuen Worte fehlen eigentlich noch für das, was gerade so entsteht. Okay, da drüben waren noch mindestens zwei Wortmeldungen. Erst Ilja. Dankeschön. Ich scheue mich ja ein bisschen, mit so einer alten Kamelle anzukommen auch, aber wenn wir jetzt schon bei den Quellen sind, dann würde ich auch nochmal Habermas als eine ganz wichtige nennen in diesem Zusammenhang: Privatheit, Öffentlichkeit. Also jetzt ist Ulrike Höppner leider gerade nicht da, aber sie hatte vorhin ja gefragt, warum man eigentlich eine private Sphäre braucht, um eine öffentliche Sphäre zu haben. Ne? Und ich glaube, bei Habermas gibt es zumindest eine Antwort darauf. Ich würde jetzt nicht... Ein bisschen weiter weg das Mikrofon. Okay.
Gibt es eine Antwort darauf, die da lautet, dass der Privat, also da war ja die Trennung, der private Bereich hat sich aus dem öffentlichen Bereich herausdifferenziert. Der private Bereich war im 19. Jahrhundert ja auch dieser Bereich des wirtschaftlichen Handelns, da kommt dieser Begriff Hauswirtschaft her. Die Sphäre der Öffentlichkeit war im Gegensatz dazu eine, die von kommerziellen Interessen unbeeinträchtigt sein sollte, also eine interesselose Sphäre sozusagen, in dem der politische Bereich eben einer sein sollte, wo man sich frei verständigen konnte über Werte, Normen und so weiter und so fort. Wie wir wissen, hat er dann beschrieben, wie sich das geändert hat in den 60er Jahren durch die Massenmedien und so weiter. Aber ich würde eben auch sagen, das ist eine Art von Öffentlichkeit, die so rein war, diese bürgerliche Öffentlichkeit, dass wir sie heute nicht mehr wiederbekommen. Ne? Sondern wir haben heute eine kommerziell durchsetzte Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist das, was Jens Best auch angesprochen hatte vorhin. Wir haben ja auch eine kommerziell durchsetzte Politik. Und die Frage ist eben, wie gewinnt man eine Partizipation in dieser, also unter diesen Voraussetzungen, also was heißt das? Es kann ja nicht ein Zurück sein zu einem Rausdrängen. Also es kann ja nicht ein Zurück sein in eine reine politische Sphäre, in der der ganze Kontext keine Rolle mehr spielt. Würde ich aber gern wissen, was du dazu sagst. Auch. Ja, wunderbar. Also ich freue mich sehr, weil jetzt haben wir tatsächlich hier in diesem Raum das Erlebnis, was wir teilweise in der Diskussion nach hatten. Wir sind in einer intensiven Diskussion, ich komme ans Nachdenken und bekomme neue Ideen und da versuche ich jetzt auch mal ein kleines Experiment. So, und leider geht uns jetzt natürlich just, wo es anfängt, Spaß zu machen, die Zeit aus. Zunächst möchte ich mit einem vorsichtigen Widerspruch antworten auf das, was da im Raum schwebt, Raphael Capuro, so ungern ich widerspreche an der Stelle, aber natürlich ist es klar, Innovation entsteht da oder kann sich da durchsetzen, eine technische Innovation, wo sie auf ein gesellschaftliches Bedürfnis trifft. Aber die technische Innovation, Jens Best wirkt reflexiv, nicht nur das, sie präferiert auch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen. Und es wird nicht nur unterschiedslos alles verstärkt, sondern es wird genau das verstärkt, wo die technische Innovation neue Möglichkeiten räumt. Und jetzt versuche ich den Bogen zu spannen von dem, was Frau Metze-Mangold und Jens Best sagten und stelle die Frage, und ich bin nicht sicher, ob ich da, was das Ergebnis ist, aber dass die technische Innovation der Selbstdarstellung in einem öffentlichen oder halböffentlichen Raum, die uns gegeben wurde durch das Internet, in seiner Spezifika, nämlich der Query-Öffentlichkeit, der Durchsuchbarkeit, der Persistenz, möglicherweise gerade eine Selbstdarstellung bestärkt, die gerade nicht eine ist, die eine politische Selbstdarstellung ist, weil da die Persistenz für das Individuum zu großer Kontrollverlust wäre. Aber während eine Selbstdarstellung, die auf den Konsum gerichtet ist, um den Begriff aufzugreifen, wo viel mehr akzeptiert ist, dass man da beispielsweise Wandlungen unterworfen ist und Moden folgt, die nicht so sehr mit der Persönlichkeit verknüpft ist, dass die akzeptabel ist. Und wenn wir so eine Verschiebung hätten, hätten wir tatsächlich einen technischen Effekt, dass eine technische Innovation in so eine Richtung uns als Gesellschaft weiterentwickeln würde. Und da müssten wir darüber nachdenken, ob wir das so wollen. Oliver, heute Abend diese Diskussion jetzt hier, typisch fürs CoLab? Ja. Viel gelernt? Ich muss das noch verarbeiten. Den Satz haben wir im CoLab übrigens auch häufiger gehört und auch selber gesagt, alle. Nee, darf ich, du hast heute Morgen gesagt, blöde Frage. Ich möchte meine Lieblingsthese nochmal vortragen. Eine Welt mit Privatsphäre ist interessanter als eine ohne. Und das wurde vorhin so schön begründet, so fast poetisch. Das hat mir am meisten heute gebracht. Frank, du hast ja hier auch jetzt doch auch deinen Informatiker-Background doch nochmal ein bisschen anders auch gerade wahrscheinlich wieder erlebt, oder? Ja, es sind Dinge, die man einfach sonst nicht so hört. Mit meinem Informatiker-Background interessiert mich natürlich, wie entstehen die Systeme eigentlich, wie kann man, da ich ja nicht nur der technische Informatiker bin, wie kann man irgendwie dafür sorgen oder wie kann man es fördern, dass wünschbare Systeme eher entstehen als nicht wünschbare. Ich sage es mal so, um
sowohl einem juristischen Ansatz als auch irgendwelchen anderen Ansätzen irgendwie was zum Anfassen zu geben. Und inwiefern da jetzt ein Habermas einfließt, muss ich das auch erstmal verarbeiten, das ist schon richtig. Aber insofern ist es auch, oh Gott, ich arbeite zu lange mit Juristen zusammen, ich sage schon insofern. Grundsätzlich sagst du jetzt insofern, ja? Ja, ja. nein, es ist total typisch für einen Collab gewesen. Eigentlich ist Michi mal wieder übernächtigt, glaube ich. Also von ihm hätte ich gerne noch was gehört, dann wäre es wirklich ein typisches Collab gewesen. Susanne. Also, wenn du jetzt sagst, mal so ein halbes Jahr zurückblickend, Expertenrunde und Diskussion um Privatheit und Öffentlichkeit, wie viel Prozent des Weges sind wir gegangen, um am Ende tatsächlich ja, sagen zu können, da ist jetzt nur noch so viel Wegstrecke vor uns. Also, wie weit haben wir es geschafft, auf dem Weg zu dem darüber nachzudenken, was ja auch schon ein bisschen angedeutet wurde, darüber nachzudenken, was müssen wir eigentlich tun, beziehungsweise mit was müssen wir uns eigentlich erstmal beschäftigen, um zu gucken, wie sich das mit Privatheit und Öffentlichkeit in der Zukunft verhalten sollte, was ist da eigentlich wünschenswert? Also ich würde mich jetzt ungern auf einen Prozentsatz festlegen, aber ich glaube, in der Debatte ist auch wirklich der Weg das Ziel so ein Stück weit. Und ich glaube, auf dem Weg sind wir ein ganzes Stück vorangekommen. Und ich habe jetzt gerade nochmal heute Abend in der Debatte auch nochmal so ganz stark den Eindruck gehabt, was wir jetzt diskutieren, auch sehr stark immer mit Blick auf das Internet und dieses neue Phänomen oder die neuen Phänomene, die wir dort finden, spiegelt letztlich doch gesellschaftliche Diskussion als Ganzes spiegelt auch unsere reale Welt einfach wider. Und wenn wir darüber sprechen, wird das Internet zu viel oder zu wenig politisch genutzt, gibt es da genug öffentlichen Raum, dann können wir wahrscheinlich die parallele Frage in der realen Welt stellen. Und wir sind alle dabei, noch so rauszufinden und zu lernen, wie bedingen sich die reale Welt und die neuen Möglichkeiten des Internet, wie beeinflussen sich die jetzt gegenseitig und versuchen da die ersten Erfahrungen auch irgendwie einzuordnen und uns zu finden, was wir da gut finden, was wir nicht gut finden, was wir wie beeinflussen wollen. Also ich glaube, so gesehen stehen wir noch relativ am Anfang, aber gerade im Hinblick auch auf die Diskussion, die man im Datenschutz führt und über die Modernisierung des Datenschutzrechts, die Diskussion heute Abend zeigt, glaube ich, wie schwer das auch ist für den Gesetzgeber und für den Staat an der Stelle zu entscheiden, inwieweit er eingreifen soll und wenn ja, wie. Weil wir noch nicht mal die Werte, die man eigentlich braucht als Gesetzgeber oder diese gesellschaftlichen Grundentscheidungen so richtig genau benennen können. Und ich glaube, da hilft einfach nur, dass wir in der Diskussion weitermachen und die Denkansätze, die es gibt, überprüfen und weiterentwickeln. Sören, du hattest ja jetzt heute Abend auch wieder kräftig mitdiskutiert. Wir sind natürlich auch ein bisschen am Gucken, Fortsetzung des Collabs beziehungsweise dieser vierten Initiative in Form einer Arbeitsgruppe. Würdest du Menschen empfehlen, da dann teilzunehmen? Ja. Das war kurz und bündig. Warum? Es ist gut. Es ist gut für einen selbst und es ist gut auch für die Gemeinschaft, diese mitzugestalten. Sehr schön. So schöne Werbung hätte Max jetzt nicht fürs Collab machen können. Ja, also zusätzlich zu den Evaluationsbögen müssen wir, glaube ich, damit das Ganze glaubhaft wird, noch ein paar Mitschnitte einspielen. Vielen Dank. Bitte denkt an die Evaluationsbögen. Aber ich wollte doch nochmal auch, es liegt einem ja immer einiges auf der Zunge, also Technologie ist natürlich weder gut noch schlecht noch neutral, Uli. Und insofern die Verstärkung, natürlich verstärkt das was vorher schon da ist. Aber was wird verstärkt und wie es verstärkt wird, hängt sehr viel damit zusammen.
Wir hatten heute in der einen Diskussionsrunde den Unterschied festgestellt zwischen einer Auswahl Religion, katholisch, evangelisch etc. oder einem Blankfeld. Und was da passiert bei Facebook, was die Leute alles als Religion angeben, ist wirklich sehr bereichernd und betrifft genau diesen Unterschied zwischen der europäischen Struktur und Taxonomie. Und wir müssen es alles vorher durchdacht haben und dem Amerikanischen mal gucken, was die Leute da reinschreiben. Ja, also da möchte ich eine Lanze dafür brechen. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine Empfehlung, Videostreams, Podcasts von einer Konferenz am Berkman Center. Hyper Public hieß die im Juni gewesen. Die haben die große zentrale Frage, die auch aufgeklungen ist, what kind of society do we want to form, gestellt. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Grundmotiv, das hier auch im Collab mitschwingt, was in unserer Diskussion, wie viel Privatheit brauchen wir, wie viel Öffentlichkeit brauchen wir. In dem Zusammenhang auch auf einen TED-Talk von Rebecca McKinnon vielleicht noch ganz kurz hingewiesen, die die grundsätzliche Frage stellt, ist das Netz da für die Politik, damit man mehr Politik von oben in Anführungsstrichen machen kann, damit man da dann Geld verdienen kann, oder ist das Netz eigentlich für die Leute da? Und in dem Zusammenhang scheint mir wirklich dieses Konzept der Offenheit der Systeme, des Codes der verschiedenen Dinge und so weiter. Ich arbeite bei Google nicht zuletzt, weil da auch explizit da Stellung bezogen wird. Kann ich nur auf einen Blogpost von Jonathan Rosenberg verweisen, Philosophies of Open, wo genau, und daran müssen wir uns dann auch messen lassen, festgelegt wird, was wir unter Offenheit verstehen, was das an Konkurrenz und dementsprechend Weiterentwicklung bringt. Last but not least, Shirley Tuckle, weil wir auch ja jetzt noch diese Psychologie-Perspektive dazugekriegt haben, gerade ein sehr schönes Gespräch gewesen am MIT, und sie hat herausgestellt, wie intim die Technologie eigentlich geworden ist. Sie gehen mit ihrem Smartphone also fast literally ins Bett. Ja, das ist das Ding, es weckt mich, ich schließe es abends an, ich gucke die ganze Zeit drauf, es gibt nichts, was so nah an einem dran ist, wie diese Dinger. Und ich glaube, das ist schon eine neue Komponente von Technologie und von einem Schweizer Taschenmesser meilenweit entfernt. Ja, das war mein Schlussrant. Mir bleibt nur vor Falk schon mal auf meiner Seite ganz vielen Dank zu sagen für die Teilnahme, für die spannende Diskussion. Es gibt hier noch was zu essen. Danach wollten wir noch weiter zum Spanier ziehen. Wer länger noch Lust hat, mit zu diskutieren, gibt es einen guten Rotwein. Und der Falk wird in seiner unveränderlichen Art diese Ohu moderieren und zum Florieren bringen. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns draußen. Danke, Falk.